Liebe Karnevalsfreunde, ich weiß zwar nicht genau, was jetzt kommt, aber mir wurde gesagt, irgendwas kommt. Dieses Thema, meine Damen und Herren, ist in der Polizeidienstvorschrift Leitfaden 371 explizit erläutert. Oh, das gibt's doch nicht. Dampf 1, was gibt's? Oh, du schon wieder, Jochen. Was, ich komme da nicht klar. Und ich bin schuld? Das konnte ich doch nicht wissen, dass da nur Frauen auf den Wagen sitzen. Du, pass auf. Schick einfach den Diensthund hinterher. Jo, der regelt das schon. Jo, Gudi, alles klar, mach's gut, tschüss. Einsicherung, meine Damen und Herren. Wie schütze ich mich? Wie schütze ich andere? Wie helfe ich anderen? Und wie helfe ich mir? Sehen Sie? Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Eigensicherung. In diese Situation kann jeder von Ihnen kommen. In diese gefährliche Situation. Einige Herren heute Abend hatten das Problem der Eigensicherung im häuslichen Bereich. Ja, das schauen Sie die Frauen. Wie viele Männer mussten sich denn heute die Frage anhören? Schatz, was soll ich anziehen? Obwohl ihr schon klar war, was sie anziehen wird. Sie stolziert in ihrem kleinen schwarzen Vorheim herum und erwartet, dass man ihr Komplimente macht. Oh, bei einigen Herren zu Hause war der Anblick so, die sah so sexy aus in ihrem kleinen Schwarzen. Da wären sie fast gar nicht zur Veranstaltung gekommen. Bei anderen wiederum, da hatte sie in dem kleinen Schwarzen die Figur von einer Litfaßsäule. Die Herren, die sind froh, dass sie heute Abend hier sind und alles vergessen können. Das ist Einsicherung!
auch gut so. Oh, sehen Sie ein Kondom. Die Dame und der Herr, die das hier verloren haben. Praktisches Beispiel. Die haben an ihre Eigensicherung gedacht. Oh. Oh, vielleicht waren das auch zwei Herren. Gib AIDS keine Chance. Alles wird gut. Das war nicht geplant und auch nicht abgemacht. Wir hatten gesagt, dieses Jahr trittet ihr nicht auf. Und ich möchte euch heute Abend hier bei mir auf der Bühne nicht mehr sehen, bitte, ja? Herr Vorsitzender, war ja auch ein Platzverweis. Genau. Ruhe! Wollen wir mal beim Thema bleiben. Ja, da bleibt einigen die Luft, das kann ich ganz gut verstehen. Was mich zum Thema Erste Hilfe bringt. Eine Art von Eigensicherung. Stellen Sie sich mal vor, nach dieser Nummer liegt jemand bewusstlos neben Ihnen. Wie stellen Sie denn fest, ob der noch atmet? Hier, der da vorne. Stellen Sie mal auf. Ja, Sie. Ne, bleiben Sie lieber sitzen, das war ja der Alkoholiker. Hier, mit dem, stehen Sie mal auf. Ja, was machen Sie denn? Wie stellen Sie denn fest, ob der noch atmet? Ach so, mit dem Spiegel vors Gesicht halten, wenn der beschlägt, den atmet er noch. Wer hat denn schon einen Spiegel dabei? Ich mach das immer so, ich steck dem dann eine glimmende Zigarette in den Hals. Wenn die glüht, ja, dann atmet er noch. Und wenn der hustet, dann ist das ein Nichtraucher. Sehen Sie, meine Damen und Herren, Eigensicherung. Jeden Tag bin ich mit diesem Thema beschäftigt. Auf meiner Schulwegsicherung. Ja. Ne, was die Jungs in ihren viel zu langen Jeans mit den riesigen Taschen alles bei sich tragen. Das glauben Sie nicht. Das glauben Sie. Ich habe mal die Ausbeute von einem Tag mitgebracht. Wissen Sie mal, gucken Sie mal hier. Passen Sie mal auf. Ein Tag. Pistole. Messer. Handgranaten. Pfefferspray. Was ist das denn? Achso, hier, hier habe ich noch was vergessen. Ne? Die schlimmste Sache von allen. Die schlimmste Sache. Ein Joint. Ja, na gucken Sie. Bei den Jungs gefunden. Aber womit? Roter Libanese, schwarzer Afghane, grüner Türke. Wissen Sie, wir als Polizisten, wir müssen ja wissen, wie verhält sich das polizeiliche Gegenüber und der Drogeneinfluss. Wie reagiert der Mann? Ja, und das geht nur über den Selbstversuch.
Jetzt höre ich schon Stimmen. Zwei Züge. Ich höre schon Stimmen. Das ist ja ein stronges Zeug. Nach Halle-Marsch!